Herzlich willkommen im Sommercamp Pop2Go 2022. Wie ihr seht, sind wir diesmal nicht im Schloss Treblitz, sondern im Oderland-Camp Falkenhagen. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Also wir haben halt nicht so einen Luxus wie im Schloss Treblitz, sondern wir schlafen halt in so einem Tippis. In den Tippis sind schon Betten für uns fertiggestellt. Die Betten nennt man halt auch Feldbetten. Sonst noch zu dem weiteren ganzen anderen hier. Wir müssen uns selber das Frühstück machen und das Abendbrot. Dazu werden täglich ein paar Leute ausgesucht. Und ja, ansonsten finde ich die Atmosphäre hier schön. Also man kann hier leben. Neben mir sitzt Emanuel aus dem Workshop Theater. Du bist doch das erste Mal hier im Camp, so generell. Wie bist du auf dieses Camp aufmerksam geworden? Ja, ich bin hier neu. Das ist mein erstes Camp. Ich bin hier durch Noha, also sie hat mir darüber erzählt und Sarah hat mir dann den Link zum Anmeldung geschickt. Ja. Und wie findest du es bis jetzt? Bis jetzt war es ganz schön. Wir haben gut gegessen und immer Spaß gehabt. Früher beim Warm-up war es anstrengend, ja, aber danach fühlt man sich richtig gut und kann man richtig loslegen in dem Tag. Okay. Neben mir sitzt Alejandro, er ist der Leiter vom Bandworkshop und ja, hallo. Hallo. was macht ihr in dem Workshop, so Band an sich? Also jetzt gerade machen wir Komposition, das heißt wir denken uns in Musikstück für die Musical, das wir haben und ja, und dann proben wir das. Dann arbeiten wir immer zusammen mit dem Rap-Workshop, weil die machen den Text. Ja, und dann machen wir auch Songs für die Open Stage. Hört sich spannend an. Ja. Was macht ihr mit den Teilnehmern am besten Spaß, beziehungsweise am meisten? Ja, zusammen musizieren, das ist einfach eine Freude immer. Neben mir sitzt Konrad, Künstlername Mordecai für die, die es verstehen. Er ist in dem Rap-Workshop. Also, was machst du bzw. ihr in dem Workshop und was macht dir am meisten Spaß? Wir schreiben halt Texte für die Musicals und auch öfters für unsere Open-Stage-Aufführung, die wir dann am Ende der Woche hier immer machen. Ja. Hört sich spannend an. Ja. Hallo Josi. Hallo Marie. Freue ich mich, dass du hier neben mir sitzt. Ja, ich mich auch. Was macht ihr denn eigentlich so im Gesangsworkshop, beziehungsweise was macht dir da am meisten Spaß?
Also im Gesangsworkshop war ich jetzt tatsächlich die Tage noch nicht, weil wir machen ja ein Musical und dadurch sind die Rollen halt, das eine Lied, was ich dann singe, ist tatsächlich noch nicht fertig. Und ich gehe dann in den in den Gesangsworkshop über, wenn das Lied dann fertig ist, damit ich das dann einstudieren kann mit Ole. Wir sind ja hier im Oderlandcamp Falkenhagen und diesmal halt nicht im Schloss Trebnitz. Würdest du hier öfter sowas machen, beziehungsweise in so einem Tippis schlafen, beziehungsweise für die Woche wohnen, oder würdest du im Schloss weiterhin? Also ich muss ehrlich sagen, so, ich finde das Schloss besser, einfach weil man hat Zimmer, aber die Tippi-Zelte, die sind auch sehr abwechslungsreich mal, und vor allen Dingen für den Sommer sind sie ganz schön. Ich finde vor allen Dingen auch die Umgebung hier schön, man hat vor allen Dingen auch einen schönen Weg zum Laufen immer, aber was mich immer ein bisschen stört, ist, dass es so kalt in der Nacht ist. Also wenn man hierher kommt, muss man sich echt viele Decken mitnehmen und man muss in so Alltagskleidung schlafen, damit man es warm hat. Das finde ich ein bisschen anstrengend, aber man gewöhnt sich dran, und also ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen. Also ich finde beides schön. Freut mich. Okay. Also, etwas Gutes, was man hier im Oderlandcamp Falkenhagen sehen kann, ist der See hinter mir. Den könnt ihr auch hoffentlich gut sehen. Und man braucht halt kein Auto, Flugzeug, Helikopter, was weiß ich, um hierher zu kommen, sondern es ist halt ein kleiner Fußweg. Ja, auf jeden Fall, man kann schwimmen gehen, man kann tauchen, halt das, was man im Sommer macht, alltägliches. Wir sitzen Joanna und Celine, und ja, also es war ja schon mal so, dass es beim ersten Camp auch schon hier war, und würdet ihr das so öfter machen, dass wir hier jedes Jahr beziehungsweise einmal im Camp herfahren? Also im Sommer ist es nicht schlecht, wenn man hierher fährt, aber dann so im Herbst oder im Frühling wird es, glaube ich, dann ziemlich kalt. Also ich würde dann, wenn, dann nur im Sommer herfahren. Aber so jedes Jahr ist draußen im Sommercamp eigentlich schon ziemlich schön. Hey, und ich habe sehr viel Spaß immer hier. Also ich werde jedes Jahr gern dabei, und wenn es klappt, dann auf jeden Fall komme ich sehr gern her. Ja. Also ich auch, ich bin da schon knapp vier Jahre jetzt hier. Also würde das Camp bis 90 gehen, dann würde ich jedes Jahr herfahren, wirklich. Egal wo es ist, ich würde trotzdem herkommen, einfach wegen den Leuten, die hier sind. Man hat ja dann auch irgendwann eine Verbindung zu den Leuten. Ja. Ja.